So, dann beginnen wir mal. Haben wir schwerlich genug. So, hier oben die Beleuchtung steht. Wir begeben uns nun mal runter. Erste geführte Abstieg. Begehung Hans-Köster-Schacht 4. 17.06.2019. 21 Uhr und 45 Minuten. Zweite Lichtserie steht. Hier stehen die Herren von der Firma Massenberg und Lichtwechsel Ruhe. Ich begebe mich weiter nach unten. Ja, der Klaus hat da die dicke Werbung gemacht da bei Facebook. Ja. Und hat alle herzlichst eingeladen. Ja, aber außerhalb vom Gelände. Alles gut. Heute kann man das mal machen. Das ist so offiziell mit der Schalke fahren. Da war doch jetzt die Einweihung, hast du doch gerade gesagt. Das war doch perfekt. Besser geht nicht. Hast du jetzt mit einer Fernbedienung alle Mitglieder? So, gehen wir weiter runter. Und wir nähern uns, damit ihr mal ungefähr seht, wie wir uns jetzt befinden. Da unten sind die Lader. Ist also schon gigantisch hoch. Die hier so leichten, die sind ja etwas heller. Ne? So Mario Knoppe, Wolfgang Schubert. Hier einmal ein Detail. Wir gehen weiter runter. Die Handläufe. Hier noch einmal exakt runter. Ja. Du hast, glaube ich, die falschen Leute über Facebook. Warum? Ach so, du meintest irgendwie, ja, aber weibliche Fotografen sind rar gesät. Ich hätte die Silke Senfleben noch einladen können, aber die befindet sich, glaube ich, irgendwie momentan im süddeutschen Raum. Hier die Herren von der Firma Massenberg und der Firma Lichtwechsel Ruhr beim Abstieg. Dann noch mal ein kleiner Blick über die Wattenscheider City und auf die Schrägstützen. Und in der Ecke sind auch die Leuchter, Leuchtdioden für gleich installiert. So. Ist nicht, gar nicht mal schlecht, wenn die Fahne 5 Meter lang ist. So, hier ist die obere Hängebank, die leider nicht mehr eingebaut wurde und ersetzt worden ist durch Stahlplatten. Deshalb sieht es hier ein wenig dunkler aus. Durch die Dunkelheit ein Blick auf Leite mit der Skyline Essen. Ich komme! So. Wunderbar. Ich bin begeistert. Da hat der Wolfgang gut gekauft seinerzeit. Wir haben sie auch nicht fallen lassen und entehrt. Alles perfekt. So. Am 14.07. in der Loheide. Benefizspiel, Retterspiel, SG Wattenscheid 09, Schalke 04. Vorverkaufsstelle zum Beispiel Buchhandlung van Kempen in der Wattenscheider City am Saarlandbrunnen, aber auch Connys Blütchen an der Weststraße, sowieso eine ganz gute Adresse für Brötchen, Kaffee und den kleinen Snack zwischendurch, und auch das Eis schmeckt dort hervorragend. Nur der S04 und die SGW. So, gucken wir uns das Ganze mal hier an und gehen mal hoch. Sind also gewaltige Stahlplatten eingezogen worden. Und weiter geht's nach unten.
So, wir nähern uns. Die Geräte werden ein wenig größer und haben kein Spielzeugformat mehr. Weiter geht's. Und wir kommen nun einmal nach oben gefilmt. Dann noch die nächste Treppe. Ja, das ist das Gute an Treppen. Vor allen Dingen, wenn die nicht gerade hochgehen, sondern um den Turm umgebaut wurden. Und die zweite Treppe ist ja 1:1 der oberen nachgebaut worden und eingelassen worden. Ja. Laufen. Hier haben wir mal die Mieten vom Feinsten. Alles top saniert. Spezialfarbe der Firma Geolit. Und immer seit 1880 Jahren in Duisburg. Liebe Grüße hier auch an Herrn Ralf Mondri, der das Ganze hier betreut hat, die Mehrschichtenlackierung. Und wir gehen weiter runter. Hier nochmal einmal auf den Betonsockel. Wir kommen gleich zum Schacht runter. Und wir nähern uns weiter dem Erdboden. So, das sieht ja mal fantastico aus. Ich fülle mal runter für alle Enthusiasten. Vielleicht ein schönes Bild. So, weiter geht's. Weiter hier. Weiter. Und das Ganze wird hier langsam aber sicher größer. Wir nähern uns dem Erdboden. Ich finde das auch gut von der Bürgerinitiative Wir in Wattenscheid Schacht 4, dass dieser Turm noch steht und nicht dem Erdboden gleich gemacht worden ist. Ja, ein Verdienst der Wattenscheider Bürgerinnen und Bürger mit Unterstützung von Bergbauenthusiasten und anderen Leuten, Künstlern, Musikern etc. Nicht nur aus Wattenscheid, nein, auch in den umliegenden Ruhrgebietsstädten, Nordrhein-Westfalen, teilweise aus dem ganzen Bundesgebiet und auch aus dem Ausland. Was heißt Ausland? Wir begrüßen unsere Freunde aus den Niederlanden und speziell möchte ich da mal den Ton de Vries, den Hans Hülstein, Eugène Barek und aus Belgien und meinen Besten, den Peter Kalvenhoven, den alten Hafensänger, der mit uns letztes Jahr in der Stadthalle mit dem Reinhold Kämmerer zusammen Zeche Holland Wattenscheid intoniert hat im Duett. Und wie sich das gehört, haben sich auch weitere Enthusiasten eingefunden. So, da sind sie. So, wir nähern uns dem Boden. Und wie ihr seht, gibt es jetzt noch eine Treppe. Als alter Mann muss man natürlich hier, der alte Mann von Schacht 4. Boah, mir läuft die Suppe so runter. Gut, dass mein T-Shirt lang genug ist und die Hose hoch oben sitzt. Sonst würde ich wie vorhin, der junge Mann, der hier war, als Maurergeselle eingeordnet werden. Naja, der hat. So, hier der Schachtdeckel von oben. Ihr seht, hervorragend restauriert. So, weiter geht's. Und jetzt können wir uns hier langsam in den Erdboden nähern. Wir kommen hier zur letzten Treppe. Zum letzten Teil der Treppe, nicht die letzte Treppe. Ist ja im Endeffekt ist das ja nur eine Treppe oder besser gesagt zwei. Die alte sanierte und die neue. Das Schild oben ist übrigens auch mit dem Kasten neu. Das Originalschild befindet sich im Besitz der Bürgerinitiative Wir in Wattenscheid, Schacht 4, oder besser gesagt, was wir uns wünschen, Hans Köster, Schacht 4. Und ich möchte dazu sagen, wir suchen immer noch händeringend Leute, die uns unterstützen mit Ideen, was mit dem Schild gemacht werden soll, wo es aufgestellt werden soll. Es muss hoch sein, damit es nicht von Vandalen oder irgendwelchen Sprayern der Kunstszene oder Graffiti-Szene, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, verunstaltet wird. Hoffen auch, dass hier bald am Turm Öffentlichkeit hergestellt wird, denn hier gab es schon alles. Selbstmord
Versuch mit Pfarrer und Feuerwehr, wie Herr Knoppe uns berichtete. Wilde Partys hier oben auf dem Turm, als die Arbeitsplattformen noch vorhanden waren und so weiter und so fort, speziell an den Wochenenden. Ist kein Problem, hier über den Zaun zu steigen. Und selbst wenn hier das 3 Meter hohe Provisorium um die Treppe unten herum gebaut wird, was sind 3 Meter für den jungen Hochspringer von heute? Vor allen Dingen, wenn sie noch zugedröhnt sind mit irgendwelchen Drogen oder Alkohol. So, schauen wir uns das Ganze nochmal jetzt hier an. Ich gehe da unten auch gleich nochmal rein. Das ist der Gasaustauscher. Petego, wir wollen nun hier auf die Hochsicherheitsrampe mit dem Tritt zusteuern. Die werden wir nicht betreten hier, glaube ich. So, und schauen uns das Ganze jetzt mal von hier an. Wir sehen den Schachtdeckel in seiner ganzen Größe und Erhabenheit. Sieht von oben aus für den Laien, jo, wie ein überdimensionierter Gulli, der nicht mit einer Straße umdeckelt ist, sondern mit einem Fördergerüst. So, da unten auch noch die Vorrichtung für den Blitzableiter. Oben ist übrigens kein Blitzableiter, wie viele Leute gedacht haben, sondern ein Fahnenmast. So, da die beiden Querstreben nochmal von unten mit den Betonstützen. Und hier haben wir natürlich einiges noch. Ich gehe noch einmal ganz rum. Hier seht ihr das selber, was hier passiert. Wunderschöne Details noch. Einzeldetails. Es ist alles, was noch zu retten war, geblieben. Selbst Scharniere sind geblieben. Bolzen, Schrauben. Wunderbar. Einwandfrei. Ich bin total begeistert. Hier auch wieder für den Blitzableiter. Es muss sein. Hier Klappvorrichtungen, alle geblieben, wunderschön, absolut. Und ja, bin begeistert und darf mich auch nur noch mal herzlich beim Allerbesten bedanken, bei Herrn Knoppe. Mario Knoppe, du bist der Allerbeste. Du hast uns so viel ermöglicht hier. Ich weiß gar nicht, wir können das gar nicht mehr gut machen. Und wir wünschen dir, deiner Familie und deinem Sohn das Allerbeste aus Wattenscheid. Dankeschön. So, jetzt gehe ich mal. Das ist der Willi. Einmal runzoomen. Und das war's. Aufstieg ist gelungen. Der Turm, das Fördergerüst, Hans-Köster-Schacht 4, kann heute Abend eingeweiht werden. Wir haben den 17.06. 21.10 Uhr. Zunächst mal für alle Interessierten einen Rundumblick. Die Wattenscheider City. Wir filmen hoch Richtung Höntrop, Sievinghausen, immer weiter. Und da kommen die beiden. Ja, servus. Herr Knoppe von der Firma Massenberg. Hallo. Herr Schubert von der Firma Lichtwechselrohr. Alle von der Firma. Wir haben hier den Sonnenuntergang über der Halde Rhein-Elbe. Wir schwenken weiter Richtung Schalke Arena. Ganz wertvoll hier im Revier. Im Hintergrund weitere Halden. Wir gehen jetzt einmal weiter nach links nochmal. Denn das darf ich keinem entgehen lassen. Das ist Leite. Rot-Weiß-Leite feiert in diesem Jahre 100-jährigen Geburtstag. Das ist mein Heimatverein. Dort unten befindet sich die glorreiche Lohrheide mit dem Lohrheide-Stadion. Spielsitz der SG Wattenscheid von 1909. Nochmals nach rechts rüber, Spielstätte des großen FC Schalke 1904. Am 14.07. ein bisschen kleine Werbung, findet im Lohrheide-Stadion das Retterspiel statt zwischen der SG Wattenscheid 09 und dem FC Schalke 0 Richtung Firma. Diskussion hier. Wir kommen nun hier weiter. Sehen dort noch einmal Richtung Gelsenkirchen. Gehen rüber mit der Kirche an der Wannerstraße. Gehen weiter über Bickern, gehen weiter mit den Halden in Herten,
Hoppenbruch Zeche Ewald am Horizont, das Kraftwerk in Herne. Weiter geht's hier einmal entlang am Schacht. Hier on top of the world. Und hier haben wir unten das Gesamtgelände der ehemaligen Zeche Holland, Großzeche Holland. Im Hintergrund geht's weiter Richtung Bochum Innenstadt, der Exzenterturm, das Krupp-Gebäude hinter den beiden Wattenscheider Kirchen, der Propsteikirche und der Friedenskirche. Im Vordergrund das Parkdeck des ominösen Kaufland. Und ganz unten, ich zoome mal ran, neben Autohandel Schmitz, Reparaturwerkstatt Schmitz, die Rückseite der Barbara-Grotte, um die sich rührend der Bernd Albers kümmert. Am 6. Dezember seid ihr jetzt schon herzlich eingeladen. Treffen wir uns dort. Dort hinter dem Parkdeck, an der ältesten Kirche des Ruhrgebiets, mit der Barockorgel, die kleine evangelische Kirche zu Wattenscheid. Wir kommen hier einmal, um das Gelände zu komplettieren. Auch alles ehemals Zeche Holland, hier die Parkplätze. Und nun an historische, wertvolle Dinge, Seilzüge und auch dort, wie wir sehen.